Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, ja, geht's richtig rund. Ich muss nämlich den Adventskalender für die Kinder vorbereiten. Dann muss ich noch ganz viel zu Hause neu organisieren, sortieren und aufräumen. Das nehme ich euch mit. Und genau, ich zeige euch mal, wie gleich der Adventskalender aussieht. Wir gestalten den zusammen. Ich wollte so ein bisschen meine Unreinheiten abdecken, weil die werden aktuell immer schlimmer. Aber so ist das in der Schwangerschaft mit den Hormonen. Ich kann jetzt nicht anders, aber ich glaube tatsächlich, dass die am schlimmsten waren, als ich mit Pauline und Frieda schwanger war und Leona. Und ihr habt so oft geschrieben, nimm uns mal mit. Vor allen Dingen jetzt auch, weil ich den ganzen Kinderzimmer aussortieren muss und in diesem Bad hier auch gleich mal Ordnung machen will. Das sieht hier aus, Katastrophe. Ich will auch mal ein bisschen Schminke und Pflegeprodukte sortieren. Und ich würde auch sagen, dass es wichtig ist, Ordnung zu machen. Ja, ein bisschen Glitzer auf den Lippen. Bald ist nämlich Weihnachten. Freut euch auf die Festtage. Schreibt das mal bitte, bitte unten rein. Ich freue mich so sehr auf Alex' Eltern. Was ich auf jeden Fall neu brauche, ist ein Bronzer. Der ist so zerbröselt. Und ich benutze auch gerne zu Weihnachten, zur Winterzeit gerne Blush. Ich möchte gleich noch ein Lava-Video aufnehmen. Ein bisschen was vom ersten Trimester erzählen. Deswegen ein bisschen Make-up. Ansonsten mag ich es sehr gerne. Natürlich mache ich mal noch ein bisschen Nagellack drauf. Dann haben wir schon. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr euren Liebsten zu Nikolaus schenkt. Das ist ja das erste Fest, was bei uns ansteht, wo die Kinder sich schon sehr drauf freuen. Schenkt ihr was eurem Partner? Also Alice und ich schenken uns auch eine Kleinigkeit. Einfach, weil es immer auch schön ist, den anderen eine Überraschung zu machen. Also in meiner Kindheit gab es zu Nikolaus nicht nur Nüsse und Schoki, sondern es war auch immer ein kleines Spielzeug oder ein Buch mit in meinem Stiefel oder Malsachen. Tatsächlich muss ich noch für unsere Kinder die Geschenke besorgen. Ich mag so Nude. Sieht immer schöner aus. Hier habe ich die Adventskalender schon mal alle eingepackt. Die muss ich jetzt aufhängen. Ich habe schon Schnur drum gewickelt. Und ganz schön viel, ne? Ich muss jetzt gerade mal das Licht anschmeißen. Bella ist hier auch ganz neugierig an Schnuppern. Ist aber jetzt wirklich schon richtiges Winterwetter hier. Für Madeira-Verhältnisse. Wir haben seit ein paar Tagen Monsunregen zwischendurch immer mal. Aber es ist auch super gemütlich. Wir haben bald langes Wochenende. Alex ist da noch ein bisschen am Machen. So, jetzt werde ich das mal hier aufhängen. Ich habe mir gedacht, ich habe erstens hier so kleine Klammern, das kann ich einfach so dranhängen oder dran knoten. Eine Tüte ist für einen Tag, für jeweils immer ein Kind. Also es sind vier Sachen drin. Ich werde, so wie jedes Jahr, mich dieses Jahr auch wieder selbst beschenken. Und vielleicht ist das ja auch noch etwas für euch. Für alle Frauen, die sich selber gerne verwöhnen, möchte ich euch einmal dieses tolle Toy hier vorstellen. Das ist der Lilly 3 in der Farbe Lavender und das ist ein kleines Mini-Massagegerät. Lelo ist eine Luxusmarke für hochwertige Toys, für abenteuerlustige und neugierige Seelen, die Lust haben, ihren Körper besser zu erkunden, noch mehr Spaß zu haben. Und ihr könnt mit meinem Rabattcode ISABO5 5% zusätzlich auf alle Produkte bei Lelo sparen. Ich setze euch den Link auch nochmal zu dem Lilly 3 unten in meine Infobox. Da bekommt ihr mehr Infos. Die haben natürlich noch ganz andere Toys. Ob ihr euch selbst beschenken möchtet oder die Freundin, den Partner, schaut da gerne mal vorbei. Ich habe mich auch noch für den Lelo Dot entschieden. Das sind zwei unterschiedliche Massagegeräte, die andere Funktionen haben. Aber da findet ihr auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas und für jede Vorlieben. Und wir haben jetzt auch schon 20. Jubiläum. Ich habe mich für den Lilly 3 entschieden, weil er klein und handlich ist. Er ist unauffällig mit dem ergonomischen Design. Er ist auch perfekt, wenn man verreist, weil er gar nicht auffällt. Er ist zwar klein, aber er hat sehr viele Funktionen, die einen sehr überraschen können. Zudem ist es mir wichtig, dass das Gerät auch leise ist. Es hat 10 verschiedene Vibrationsmuster und auch verschiedene Intensitätsstärken. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, man kann es auch in der Badewanne oder unter der Dusche benutzen. Also wie gesagt, echt tolle Produkte. Ich kann es euch empfehlen. Probiert es gerne aus, wenn ihr an sowas Interesse habt. Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Ich glaube, die meistgestellte Frage, die ich täglich bekomme, ist auch einfach, ob wir
überhaupt noch Zeit haben, uns zu lieben, vor allen Dingen mit 4 Kindern und wir hatten nie ein eigenes Schlafzimmer. Also ich kann dir so viel sagen, dass uns das wichtig ist, aber genauso wichtig sind auch Gespräche, Zeit zusammen. Natürlich ist man schon etwas dadurch eingeschränkt, aber die Kinder sind ja auch in der Betreuung, in Schule, Kindergarten. Es muss ja nicht immer abends sein, wenn man im Bett liegt, sondern man kann auch zum anderen Zeitpunkt sich lieben. Und wenn der andere Partner mal keine Lust hat, dann bin ich froh, dass es solche Möglichkeiten gibt. Also ich würde schon sagen, dass sich das Liebesleben dadurch verändert hat. Der Schwerpunkt liegt nicht nur noch auf dem Körperlichen, sondern auch auf intensive Gespräche, um Vertrauen, um, wie soll man es erklären? Alex ist nicht nur ein Liebespartner für mich, sondern er ist wie mein bester Freund, wie meine beste Freundin. Ich kann einfach mit ihm über alles quatschen, 100% Vertrauen. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Wichtig ist, glaube ich, in einer funktionierenden, tollen Beziehung, dass man sich selbst nicht vergisst, dass man den Partner nicht vergisst, dass man nicht aneinander vorbeilebt und dass man auch ganz, ganz viel über seine Gefühle und Wünsche redet. Ich würde sagen, aus Erfahrung ist es mehr so wie eine Welle. Das sind verschiedene Lebensphasen. Gerade jetzt die ersten 2-3 Monate mit der Übelkeit oder wenn man krank ist, hat man natürlich eher weniger Lust, ne? Dann kommt es aber wieder, dass es Lebensphasen gibt, wo man öfters miteinander schläft. Also es ist komplett abhängig, ja, von den Gegebenheiten. Wichtig ist einfach, dass beide Spaß dran haben und ich finde, es ist umso besser, desto besser man sich als Partner kennt. Vielleicht ist das nochmal ein extra Thema für so ein Real Talk Video, wenn euch das interessiert. Ich weiß auf jeden Fall, wie gerne ihr mehr dazu hört, weil auch immer viele unsere Beziehung zueinander so schön finden. Auch wir haben Streit, auch wir haben mal keine Lust aufeinander. Ich glaube, das ist ganz normal. Bin ich schon sehr, sehr zufrieden mit meiner Ehe, so wie kann man sagen, und mit meinem Leben. Das ist ja wirklich die Hauptsache. Ich habe meine Geschenke erstmal hier unten wieder verstaut im Kleiderschrank. So, wir gehen mal hoch zu den Kindern. Und ich mache keine Nummern dran, weil die Kinder können quasi selbst entscheiden, was sie denn nehmen wollen. Das geht dann immer abwechselnd. Die Älteste fängt an, dann eine Reihenfolge nach. Dann dürfen sie fühlen und raten. Ich wette, das wollen die zuerst, oder? Das Große, das wird als erstes abgemacht. Oh, also das hat nicht alles in eine Tüte gepasst, deswegen musste ich da 2 zusammenbinden. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree. Tada! Jetzt hängen hier noch ein paar Zuckerstangen dran und ein paar Christbaumkugeln. Ah! Ein Paket am Tag, da sind immer jeweils 4 Geschenke drin. Tja, die denken doch uns! Jeder ein Geschenk pro Paket. Cool, meins, ja? Nein, das sind nur so Dinder. Papa ist ein Dind. Natürlich bin ich ein Kind. Guck mal, ich bin klein. Nein, das ist nur. Aber ich begrüße dich, wenn du dich bückst. Und Leona darf morgen anfangen. Sie ist die Älteste. Papa, bückst dich mal. Guck mal, ich bin. Ich bin. Jetzt ein Kuscheltier. Guck mal, kurz. Soll ich das auch noch dranhängen? Ja, ein Kuscheltier. Ich möchte auch ein Kuscheltier. Wir müssen aufpassen, dass der Moritz dir keine Geschenke klaut. Und ich aufmache. Wollt ihr jetzt mal Pyjami anziehen und Hände waschen und Rucksack auspacken? Ja! Oh. Wollen wir dieses Chaos mal schnell beseitigen? The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. Fertig. Sieht ja schon viel besser aus. Ich bringe mal die restlichen Geschenke wieder unter die Treppe. Dann kümmere ich mich noch schnell ums Schlafzimmer. Was macht ihr hier in der Abstellkammer? Okay. Nicht so viel mit Nagellack malen, Leute. Warum? Das geht nicht raus. Wie sieht es auch schon wieder aus? Die Kinder haben hier noch geduscht. Ich hole das jetzt einfach alles raus und bringe es rüber, oder? Das sind Kisten. Ich spiele jetzt so gerne mit. Die Kisten kann ich ja eigentlich so erstmal rüberbringen. Weil hier
ist noch schön Platz. Alex hat sich heute Snackboard gewünscht. Mache ich natürlich gerne. Kann sein, dass ich morgen noch hier alles sortieren muss, weil wie das hier ist, will ich das nicht lassen. Es ist einfach zu viel Spielsachen. Hier noch Kisten, die sortiert werden müssen. So, in die Kisten kommt jetzt erstmal alles rein, was hier lose drin rumfliegt. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days. Wander around. Alex macht die Küche und ich will mich jetzt hier um diese Schränke kümmern. Das ist echt heftig. Also das brauchen wir alles hier gar nicht. Vor allem, weil wir jetzt nach unten ziehen, ne? Hallo. Wir ziehen ja jetzt nach unten in unser eigenes Bad im Schlafzimmer. Das heißt, wir brauchen da eher die Produkte und Medikamente. Also der Medikamentenkoffer kann hier bleiben, aber alles andere kommt unten im Schlafzimmer in den Schrank und versteckt von den Kindern. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days, wander around with you. Ich glaube, wir haben es. Ich habe jetzt hier alle Haargummis reingemacht. Wir hatten ein paar neue gekauft, weil die gehen immer verloren. Dann stehen jetzt hier meine ganzen Parfüms, die ich so benutze. Trockenshampoo, Gesichtsreiniger, Deo. Eine große Tüte mit Müll. Dann ist hier unser Erste-Hilfe-Kästchen. Hier ist alles drin, was man schnell braucht. Fieberthermometer für Mückenstiche, so ein Roller, der wird oft gefragt. Ich muss kurz die Zähne putzen. Bei Herpes natürlich Pflaster für die Kinder. Und hier drunten ist noch Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Taschentücher. Das kommt hier unten hin, damit die Kinder sich auch selbst mal ein Pflaster nehmen können. Da muss ich Handtücher auffüllen und Klopapier zum Auffüllen. Ein paar Feuchttücher, die liegen bewusst hier oben, damit nicht jeder sich da was von mopst. Hier sind noch Backups, zum Beispiel das für die Kinder, um leichte Haare zu kämmen. Sonnenmilch brauchen wir auch immer oben. Das nehmen wir dann immer mal schnell mit, wenn wir rausgehen. Ich habe noch so eine Kiste unter der Treppe. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und genau, hier sind nochmal ganze Nagellacksachen drin. Die kommen jetzt auch einfach mal hier rein. Ansonsten passt das. Sorry, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, dass der nächste Tag ist. Vielleicht sieht man das anderes Outfit. Genau, es ist schon der nächste Tag und wir machen hier noch ein bisschen weiter zu Hause sauber. Aber wir nehmen auch gleich die Kinder und fahren in den Wald. Wir müssen für einen Adventskranz noch Tannenzweige pflücken und die kriegen wir oben in den Bergen. Heute scheint auch die Sonne wunderschön. Heute Morgen gab es Pfannkuchen mit frischem Gemüse. Obst, sorry. Das bleibt natürlich jetzt hier erstmal stehen. Zwischendurch wird immer mal genascht, aber ich bereite schon Mittagessen vor, weil es ist jetzt 10:30. Ja, wir wollen so um 12 los. Kinder ein bisschen lüften, was ich schon mal rausholen kann, damit es ein bisschen wärmer wird. Gestern Abend gab es Ziegenkäse frittiert. Der sieht hier so aus und schmeiße ich gleich noch mal ganz kurz in die Pfanne. Und dazu gab es Honigmelone mit Parmaschinken. Das können wir noch aufessen, das muss man nicht wegschmeißen. Ich glaube, ich mache für die Kinder Feta-Nudeln. Dann mache ich Caprese, also Tomate Mozzarella. Der ist noch bis zum 1.12. haltbar. Das ist heute. Die Kinder haben sich übrigens ultra über seinen Kalender gefreut. Heute waren Plüschis drin. Genau, Tomate Mozzarella. Dann mache ich noch einen Gurkensalat für die Kinder. In 2 Tagen bin ich in der 13. Schwangerschaftswoche. Endlich. Das höchste Risiko ist erstmal überwunden. Ich muss 2 verschiedene Pasta kochen. Ich habe noch ein bisschen Spaghetti und Penne. Ich habe noch Macaronis. Ja, ich kann noch Carbonara machen. So, das geht jetzt im Backofen alles zusammen. Und dann wird das gleich vermischt. Ich bin am Kochen. Die Kinder stecken ein bisschen. Sieht toll aus.
Ich habe hier frische Petersilie und mache hier gerade den Gurkensalat. Die Nudeln kochen, hinten ist meine Carbonara-Soße. Ich habe ein bisschen einfach den restlichen Parmaschinken benutzt, der musste aufgebraucht werden, anstatt Schinken. Und Parmesan, Frischkäse und Creme Fraiche. Genau, mit Milch ein bisschen aufgeschüttet. Nudelwasser mit rein für die Cremigkeit. Frieda hilft mit dem Gurkensalat. Ich liebe Gurkensalat. Ich weiß. So, wir haben alle lecker gegessen. Jetzt dürfen die Kinder, sieht hier aus, dürfen die Kinder sich noch ein Schoki-Weihnachtsmann nehmen. Den Käse habe ich nicht mehr geschafft. Die waren noch alle Paprika. Möchtest du Blätterteig? Aus Deutschland? Mein Lieblings-Weihnachtsgebäck, Schoki. Ich habe jetzt noch von der Carbonara was über. Das war sehr lecker. Es hat alles gut geschmeckt. Und den Kindern. Und Leona und ich, wir haben die Schafskäse-Nudeln gegessen. Und im Adventskalender waren heute Plüschis. Das ist jetzt Moritz Plüschi, ein Hund. Wir hatten noch ein Axolotl, das hat sich Leona genommen. Pauline hatte einen Frosch. Für die Frösche. Seine. Ich zeig euch meins. Ach, wie süß. Ich zeig euch meins. Ich hab ein Faultier. Genau, die Frieda hat ein Faultier. Ich bring mal die Stifte gerade runter. Im Flur sieht immer noch chaotisch aus, dann kümmern wir uns jetzt übers Wochenende. Das ist dein Frosch. Und das ist Friedas. Süß, ne? Habt ihr euch dolle gefreut. Und die haben das gewusst, weil das ganz flauschig war im Geschenk. Die haben das gefühlt, dass da Kuscheltiere drin sind. Hier wird auch schon den ganzen Tag fleißig gespielt. Es wird Trampolin gesprungen, die Hunde schlafen draußen. Jede Menge zu tun. Wir fahren jetzt aber gleich los. Alex ist schon duschen, ich muss gleich auch nochmal. Und das ist aktuell das Lieblings-Gute-Nacht-Buch von Moritz oder immer noch. Das haben wir gestern gemacht. Wir haben gestern selbst Magnete gemacht für den Kühlschrank. Wenn ihr sowas findet irgendwo, die kann man selbst malen und schneiden. Dicke, dicke Empfehlung, hatten die ganz, ganz viel Spaß damit, die Mädels. Also die nächsten Tage heißt es für mich hier Ordnung machen. Wir haben aber auch die letzten Tage viel zu tun. Deswegen ist immer so à peu à peu. Ich brauche auch einfach Zeit dafür bei dem Sortieren. Und Alex muss noch ein paar Umzugskartons kaufen, damit wir das einlagern können. Aus am besten Plastik, weil ich immer so Angst habe mit den Termiten hier. Dann wird einiges für die Kinder eingelagert. Und ich glaube, am 19. Dezember holen wir unsere IKEA-Lieferung ab. Ich habe ein großes Kallax-Regal bestellt und auch nochmal ein Billy-Regal. Das sind diese großen Bücherregale, weil die Mäuse viele Bücher haben und auch Bücher lieben. Da kann man auch die Puzzle reintun und so. Dann wird hier nochmal umgestellt und habe mehr Stauraum. Da liegt nicht alles auf dem Boden. Aber das ist auch nochmal eine andere Sache, weil die Mäuse haben auch gesagt, sie würden gerne noch ein bisschen mehr Lego hier im Zimmer haben. Kriegen wir alles hin. Aber was wirklich schön ist als Feedback einmal, Moritz spielt mit den Barbies, Moritz spielt auch mit den Schleichsachen, die Mädels spielen mit den Autos, die Kinder spielen auch mal mit den kleineren Spielzeugen, Steckpuzzle und sowas alles. Also ist ganz toll, jetzt ein bisschen Abwechslung auch hier für die Kinder zu haben. Schlafen klappt super. Moritz möchte gar nicht mehr ohne die Mädels schlafen. Ist am Wochenende ein bisschen schwieriger, weil die Mädels dürfen ja eigentlich länger wach bleiben. Da haben wir es jetzt immer so gemacht, dass die Mädels sich dazulegen und ein bisschen Geschichte hören. Und wenn er eingeschlafen ist, kommen die Mädels dann raus. Oder sie kuscheln sich noch zu Moritz. Und wenn Moritz müde wird, schickt er sie raus. Also da haben wir schon eine Lösung für gefunden. Aber es ist echt süß. Genau, an dieser Stelle würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.